Alter, wir wollen die Galaxie retten und Mario ist einfach nur am Pennen. Aufwachen. Meine Güte. Wir wollen zur Sternenstaub. Galaxie, Dingsbums. Gehen da einfach rein. Und machen ein Tutorial. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, dies ist das Auge der Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Ich werde dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt, ziehe mit dem auf den und sagte Alles klar. Hui! Cool. Die Sterne hier repräsentieren die warmen Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Sternschild für die Distanz der Galaxie der Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Freie Pausterne, um zu weit entfernten Galaxien zu reisen. In einer weit entfernten Galaxis wurde eine neue Galaxie entdeckt. Mit dem Namen. Ah, Todessterngalaxie. Eierplanetgalaxie. Von der aus am nächsten gelegenen Galaxie haben wir Energiewellen ins Pausterns empfangen. Er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Ja. Das Imperium hat seine Finger im Spiel, diese Galaxie. Aber deswegen sollten wir da hingehen und einfach unsere Rebellenkraft alles zerstören. Dino Piranha auf dem Eierstern. Spiegelei machen wir aus dem Typen. Unsere erste richtige Mission. Und zack. Mit der Good Egg Galaxy Musik können wir, Souverän, wir können uns da hoch tricksen. Das bringt uns aber gar nichts. Deswegen lasse ich's. Wir gehen lieber hier rüber. Wow, what the fuck? Und kümmern uns hier erstmal ein bisschen um dieses Ding. Wir sollten Sternteile sammeln schon mal, weil die brauchen wir. So. Und die Röhre hier bringt uns, glaube ich, gar nichts, ne? Ja, ich. Ja. Beziehungsweise nein. Und hier war noch eine orangene Röhre. Wo ist die? Da ist die. Die bringt uns oben auf das Haus. Aber zunächst erstmal hier rein. Da ist die Frage, was bringt uns das? Das sehen wir jetzt. Da ist eine Münze. Und die sammeln wir einfach rein. Und es gibt eine Melodie. Nein. Easy. So. Nice. Erstmal ein schöner Mario-Soundtrack gehört. Ich glaube, im Nachfolger waren es dann immer nur ganz langweilige Soundtracks, ne? Also nichts mehr Besonderes. Heiliges. Ja, ganz normal. So, dann gehen wir auf den Turm oben mal drauf. Denn da geht's weiter. So, und hopp. Wir brauchen den Luma überhaupt nicht. Tschüss. Der wollte uns eigentlich jetzt mit komischen blauen Sternen da hochschießen, aber das lassen wir mal. Und hier sind wieder Sternsplitter gefragt. Die wurden wahrscheinlich von diesen komischen Rollfelsen-Gedöns-Kackdingern da zerstüsselt. Deswegen fehlt jetzt noch ein Teil. Nein, zwei fehlen noch. Wow. Da ist eins. Und wo ist der letzte? Das letzte ist immer das schwerste. Hallo? Wo bist du? Da. Ah, du Scheiße. Der wird uns jetzt erwischen. Haha, Skill. Und hopp. Ach, Gott. Hui. Und Feuerung. Eine weitere komische Kreatur. Und ein altbekannter Feind, die Piranha-Pflanze. Wiehu. Hä? Betrug. Dann mach halt den Octorok. Octo, wie heißt denn der nochmal? Octo? Da hieß doch irgendwas mit Octo, ne? Das weiß ich doch noch. Ich würde jetzt gerne nicht sterben. Octorok? Wie ist der in Zelda? Wie heißt denn der hier nochmal? Octoling? Ich wusste das mal. Egal. Ist ja nicht so wichtig. So. Jetzt gehen wir in die Secret Galaxie. In den Secret Weg. Tschüss.
Und hier gibt es weitere coole Umdrehböden, mehr oder weniger. So, wenn wir da drauf gehen, dann verwandeln die sich, wie man sehen kann. Gibt noch ein One-Up. Coole Kettenplattform-Sägen-Action. Zack. Und wirklich was gebracht? Hat uns das eigentlich nicht. Egal. Und wir kehren auch genau wieder dahin zurück, wo wir... Nee, gar nicht. Wir sind weiter als zuvor. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann war das mehr oder weniger eine Abkürzung. Tschüss. Ich sollte aber eher auf Sternenteiljagd gehen. Aber bisher, ich muss sagen, dass ich dachte, die Wii-Sensor-Geschichte funktioniert nicht so gut, weil ich es mal am Fernseher sitze. In der Aufnahme. Aber es funktioniert. Das finde ich sehr gut. One-Up. Bam. It's moving. Befreien wir das Vieh. Oh shit. Kann ich abschießen? Juckt es nicht. Und. Das war souverän. Tschüss. Es wird ein bisschen angry. Aber das ist jetzt noch nicht so die Challenge. Oh, tschüss. Und tschüss. Boom. Ja, das war der erste Bossfight. Da war König Bockbomb in Super Mario 64 auf jeden Fall schwieriger. Und das ist unser erster richtiger Powerstern. Unser erster normaler Powerstern. Sagen wir es mal so. So. 7 Minuten dafür, das ist ein bisschen viel. Das hätten wir viel schneller schaffen können. Aber egal. Wir wollen jetzt chillig das Spiel durchspielen und nicht alles wegrushen. So. Ja, speichern wir mal. Sollten wir tun. Falls es einen Stromausfall gibt. Ist dir allerdings ein Sternenstaub aufgefallen, der überverstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Wir überleben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte die Scheiße auf den Müll. Unsere Ziele dann. Und dann mach den Kack. So. Warum erklärt er mir das jetzt, nachdem ich das schon in der Anfangs-Dings im letzten Part gemacht habe? Das finde ich bekloppt. Das findet man doch selber raus. Und auf den Butler. Ja, geil. Hervorragend. Das verhalte ich als Gebühr für die unsere Lektion. Ich habe Stimmungsschwankungen und Stimmschwankungen. Du kannst dich auf Gegner schießen oder hungrige Lümmer dafür. Fisch springt über eine Belohnung für dich raus. Sternteile werden dir bei deinem Angriff sehr hilfreich sein. So, wenn wir jetzt das Spiel beenden würden, müssten wir im nächsten Part das Tutorial nochmal machen. Deswegen gehen wir zurück in die Alternate Galaxie und machen dann noch ein bisschen Party. So, denn es gibt dann natürlich noch weitere Sachen zu erledigen. Erfülle den Wunsch des Vielfraß. Das wird uns auch häufiger begegnen. Warte mal, wollte er Münzen oder Sternteile? Wahrscheinlich, ja, er wollte Sternteile. Ein Vielfraß. Ich weiß gar nicht, wie viele, 70 oder 100. Auf jeden Fall sollten wir so viele Sternteile wie möglich sammeln. Perfekt. Hier sind auch noch welche drin. Ja gut, einer. Eine Münze. Aber zum Beispiel die Gegner hier sollten wir dann mit der Wirbelattacke umbringen, anstatt auf sie drauf zu stampfen. So. Oh Gott, komm mal her. So. Hier von den Bäumen können wir... Alter. Können wir die Sachen auch noch wegpflücken. So. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob 70 oder 100 sind. Wenn ich das jetzt genau wüsste, könnte ich natürlich auch dann irgendwann einfach aufziehen. Aber ich will jetzt auch nicht dahin gehen. Und dann am Ende so, ja, nee, du brauchst jetzt noch 30 mehr. Also, ne? Das ist halt auch nicht geil. Gibt ihr Sternteile? Sieht ganz danach aus. So. Da sind auch noch welche drin. Okay. Die 70 hätten wir ja fast. Jetzt warten wir einfach kurz, bis wir 70 haben. So. Brauchen wir 70 oder 100? Freunde, was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommis. Ein Stück weiter ist ein Vielfraß. Kannst du mich dann bitte erfüllen? Doch, klar. Blaue Sternpower. Greifsternpower meine ich natürlich. Und tschüss.
So, warte. Da sind noch mehr. Ich sammle einfach mal 100. Ist ja nicht so wild. Ist ja nicht, das dauert ja nicht lange. So, tschüss. Und du hast mich fast da reingelenkt. Du bist so asozial. Mann. Ich hab die Wii von ihm auf den Tisch geklatscht. Tschüss. Und tick. So, die 100 haben wir auch fast voll. Das dauert wirklich nicht lange. Die geben... Oh, oh. Das sollten wir vermeiden. Geben auch nochmal Sternteile. Es sieht... Also so viele Sternteile, wie hier kommen, glaube ich doch, dass wir 100 sammeln müssen. So. Zwei noch. Na gut, okay. Wow. So. Jetzt weiter. Es sind eh nur 70 am Ende gewesen, weil ich kenne mich. Warte mal, müssen wir jetzt durchpowern? Sollten wir, glaube ich, ja. Und tschüss! Ja, war richtig. So. Wie viel willst du haben? Lalala, hey du da, kannst du mir einen Sternteil haben? Ich will ganz viel essen. Und zwar 100. Boah, ich bin so ein guter Let's Player. Jetzt bloß nicht welche daneben schießen. Und wenn du mal fetter, er spackt komplett rum. Gesund sieht das nicht aus. Das war's, wenn Boris wollte. Dann wollen wir mal los. Nicht verwandeln. Das muss man einfach so draufschreiben, wenn man Let's Player ist. Das gehört dazu. Ein neuer Planet wurde geboren. Irgendwie ein bisschen gruselig. Wir füttern das Vieh, es explodiert einfach, fetzt da irgendwo durch die Gegend und ein neuer Planet macht so geboren. Na gut. Wenn es dem denn gefällt. Ist okay. So, tschüss. Ach, die Sternteile brauche ich doch gar nicht mehr sammeln. Na, doch, eigentlich schon. Sollten die Sternteile nicht unterschätzen. Kannst du den... Ja, danke. Wir sollten die nicht unterschätzen. Wir werden häufiger noch welche brauchen später. Aber es ist, glaube ich, nicht so... Oh, das One-Up will ich haben. Nicht so krass wie im letzten Teil, genau. Im ersten, im zweiten Teil. Wandsprung geht auch, habe ich gerade aber verkackt. So. Und tschüss. Puff. Wir landen auf irgendeiner komischen Glaskonstruktion. Wir sollten jetzt erstmal den Eingang finden. Wo könnte der sich befinden? Da. Marios Spiegelung gerade. Und hier ist ein 2D-Abschnitt. Das kommt auch manchmal vor, dass wir in 2D-Abschnitte gepackt werden. Was ich ziemlich cool finde. Der zweite Teil hatte, glaube ich, mehr, oder? Der zweite Teil hatte, glaube ich, mehr als der erste. Oh, das war dumm. Das war dumm. Jetzt habe ich mich pranken lassen, aber können wir nicht einfach... Natürlich können wir das. Ich glaube, hier können wir sogar sterben, ne, wenn wir da zerquetscht werden. Hier sollten wir das lieber vermeiden. So. What the fuck? Manchmal ist die Spielphysik ein bisschen eigenartig. Aber im Allgemeinen funktioniert es. Also ich hätte eigentlich noch nie, dass ich deswegen gestorben bin oder irgend sowas. Es funktioniert das. Ja, yeah, Planeten. Wir können doch eigentlich schon den Power stellen ohne den ganzen Scheiß, oder? Oh. Eigentlich hätten wir sie später da sammeln sollen. Um blaue Sterne zu erschaffen, um dann dorthin sich ziehen zu können. Aber ich dachte mir, nö. Sehe ich jetzt nicht ein. So, nice. 3 Powersterne. Neue Galaxie entdeckt. Aber ich glaube, wir haben jetzt erst 14 Minuten. Gut gemacht. Dank dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Doppel die Powersterne sich voll vergrößert sich. Bald wirst du bestimmt den Stützpunkt des Feindes entdecken. Klaro. Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, da war noch ein dritter Stern, ne, den wir machen können. Oder ist der noch nicht freigeschaltet? Ich überlege gerade, was das sein könnte. Mir fällt es nicht ein. Es geht aber. Otterkönigs UFO-Armada. Doch, den Stern können wir machen. Ich muss kurz einen Schluck trinken, mein Hals ist trocken.
Dann machen wir den Stern noch kurz. Da weiß ich auch, wo ich hin muss, glaube ich. Ja, genau. Jetzt können wir uns auf das Haus hochtricksen. Wenn wir es können. So. Euch zwei macht mal kurz platt. Weil ansonsten nervt ihr mich. So. Und los. Hui, da waren wir gerade auch schon. Hier können wir mit Kokosnüssen. Oh, da ist ein Totpink gesperrt. Den sollten wir lieber befreien. Mario, danke. Dafür verrate ich dir einen Geheimtrick. Ein tolling Dinger, mit dem du dich steuerst. Eine Kokosnuss auf deine. Auf die ganzen Quatsch. Was? Wovon redet er? Wir können die dornigen Dinger mit Kokosnüssen zerstören. Danke. Also. Boah. Also hier wird uns gezeigt, dass wir diese Kokosnüsse steuern können. Denn das brauchen wir gleich. Das ist so ein typisches Beispiel von ja, Mario. Wie Mario-Spiele gestrickt sind. Das ist so ein Buch fängt mit so einer simplen Idee an, die dann im Level erklärt wird. Und dann am Ende braucht man sie irgendwie. Und Pokey hat auch schon bessere Tage gesehen. Gab es Pokey in Super Mario Sunshine? Wenn nicht, dann ist das sein erstes Spiel gewesen seit Super Mario 64. Nein, stimmt gar nicht. In New Super Mario Bros. War ja auch ein Jahr davor schon da. Wofür ist dieser Planet gedacht? Gibt's hier einen Dings? Ah ja. Genau. Hier gab es dann so ein... Wir sollten die Gegner erstmal zerstören. Die komischen kleineren Gumbas, warum auch immer die kleiner sind, huh. Die sollten wir... Die geben immer eine Münze. So, jetzt haben wir den Scheiß bekommen. Und sind Regenbogen-Mario und unbesiegbar. Und mit unbesiegbar meinen die, dass wir alles zerstören können auf dieser Planetenerde. Und tschüss. Und mehr Kettenhunde sind hier gar nicht. Danke. So. Können wir da durchrennen? Ja. So. Wow. In dem Spiel kann man so ein bisschen rumtricksen manchmal. Nicht so viel. Ja doch, mit Mario 64 ging glaube ich mehr, weil da mehr Glitches und sowas drin waren. Aber ja, so krass bin ich jetzt auch nicht im Rumtricksen. Ein bisschen was. So. Da sind irgendwelche fetten Otterkönige und wir spielen jetzt Tennis. Nice. Spielsatz und Sieg. War hier nicht irgendwo ein Maxi-Kraftpilz drin? Nein? Dann hier. Jawohl. Jetzt haben wir sozusagen doppelte Lebensanzahl. Ihr seht, statt 3 haben wir 6. Wenn wir jetzt dreimal getroffen werden, also unsere Energie wieder auf 3 fallen würde, ist diese Kraft weg. Wenn ich jetzt einmal getroffen werden würde, könnte ich sie natürlich wieder herstellen auf 6. Und der Luma da labert irgendeinen Scheiß. Deswegen gehen wir gleich nach oben. What the fuck, Mario? Was hast du denn da reingeflogen? Und da ist Otterkönig und der hat Bock auf Tennis. Kauft ihr Mario Tennis Open für den 3DS. Das Spiel ist cool. Da können wir gerne ein bisschen uns matchen. Bam. Er merkt wahrscheinlich gleich, dass wir ein würdiger Gegner sind. Guck mal her. 1, 2. Das erste Spiel geht an mich. Jetzt das zweite. Mit Eisflamis, glaube ich. So. 2. Und. Auch hier. Spiel, Satz und Sieg. Ach, guck mal. Wie praktisch. Gut, Freunde. Das war dann die Eierplanet-Galaxie erstmal. Die wird später noch ein bisschen fortgeführt werden. Im nächsten Part gucken wir uns die nächste Galaxie an, was das wohl sein mag. Ich sag nur so viel, wir kriegen dort ein neues Power-Up, was noch nie vorher Mario gab. Ich denke voll euch drauf. Und ich würde sagen, danke fürs Ansehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut raus und ciao.